Also ich muss sagen, ich sag mal hier so 50 Minuten, ne, so eine Fahrt, so eine lange, die ist schon ganz schön ermüdend. Also ich könnte tatsächlich Pause machen. Das ist schon ganz schön anstrengend. Man muss zwar nicht ganz so konzentriert sein, wie zum Beispiel bei Overcooked guckt. So das Endlevel, was wir ja bis heute nicht zu Ende gespielt haben, weil Gorillachen nie Zeit hat. Da muss man sich ja nur 15 Minuten konzentrieren. Zack, wie sie alle aufgesprungen sind, ne? Ich kann so nicht aussteigen. Zwei Fahrkarten, bitte. Zwei normale Tagesfahrzeiten. Ja, danke. 13, 20, 30, 40, 15, 14, 16, 18, 19, 20. Kleingeld muss weg. Danke. Einen schönen Tag. Ja, ebenso. Wir haben Zeit, ne? Wir können ja hier stehen bleiben. Wobei, ich habe keinen Tee mehr. Ich müsste mal in mein Wohnzimmer einen neuen Tee holen. Den habe ich da hingestellt. Aber ich hatte mir dann überlegt. Entschuldigung, dass ich so müde bin. Aber der ganze Tag ist schon wieder rum. Wir haben jetzt 21 Uhr. So langsam muss der Fussel wieder ins Bett. Denn er wollte sich noch klein und er muss um 21 Uhr im Bett sein. Müde bin ich, gehe zur Heia, lege die Hände auf die Decke. Schlafe selig, schlafe lieb. Spiel mir gern an meinen Füßen. Was? Na, was ist los? Ich gehe zum Spieleladen. Kannst du mir was empfehlen? Ja. Simulator 2016. Mega geil. Gut, ich probiere es aus. Absolut bugfrei. Absolut. Es zittert nicht. Ist nicht grafiklastig. Alles perfekt texturiert. Da ist kein Haus einfach so in der Luft. Na komm, wir bleiben stehen. Ja, ja, ja. Fahr den noch um, ne? Was ich sehen. Weißt du was? Leck mir an die Füße. Ich hätte ihn gehen lassen. Ich habe drauf gewartet. Aber wer nicht will, der hat schon. Hat wohl Zeit, der junge Herr. Der dann an der nächsten Haltestelle steht und sagt, ich bin erst 95. Ich bin noch Schüler. Ist ja nicht einer von denen noch Schülern. Weiß ich ja auch, der halbe Italiener, der hier immer reinkommt und sagt, ich bin noch Schüler. Klar. Bartwuchs wie ein Großen, weißt du, ist aber noch Schüler. Ist wahrscheinlich vierte Klasse, darf aber schon rauchen. So, ja, da steht kein Mensch. Ich habe hier einen riesen Gelenkbus für zwei von diesen Hampeltanten da. Das ist ja nicht richtig. Was denn? War was? War aber kein Unfall. Hier ist ja nichts los in dem Bus. So kann ich doch nicht überleben. Jetzt muss ich wirklich aufstehen. Entschuldigung, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bus ist nagelneu. Neulich habe ich mir Indie-Spiele angesehen und dieses coole Spiel Son of Nor gefunden. Worum geht's denn? Du bist eine magiebegabte Person, die versucht, den Untergang deines Volks zu verhindern. Nächster Halt, Freiheitsstraße. Und all das mit elementarer Magie ja kombinieren. Du solltest es dir holen. Spielen. Klingt ziemlich cool. Ich schaue es mir an, wenn ich daheim bin. Oh, die Nordseewellen trecken an den Strand. Was?
Im Bus fahren und Shanties singen. Was will man mehr? So, wir kommen so langsam Richtung, ich will nicht sagen Zielgerade, weil wir müssen noch mindestens einmal abbiegen. Aber wir sind schon mal wieder ein gutes Schrittchen und Stückchen weiter, weil wir verlassen jetzt diesen District und fahren wieder in den, wo wir, glaube ich, schon mal waren, oder? Ja, hier waren wir schon mal. Stimmt. Wobei ich mir die Namen immer nicht merken kann. Residential District, Industrial District, Vorort District. Und ich auch nicht verstehe, warum bei einem deutschen Hersteller, deutschen Publisher, solche englischen Namen verwendet werden. Das spielt doch in Amerika keiner, oder? Freiheitsstraße West. Ich brauche bitte ein paar Fahrkarten. Na, selbstverständlich. 4,40. Komm, hier hast du ein Wechselgeld, Junge. Danke. Bitte. Einen schönen Tag. Ja, danke. Das wünsche ich uns allen auch. Und vor allem euch da draußen, die dieses Video gucken. Und wer die Zeit nutzen möchte, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nächster Halt. Baccarat-Straße. Yes, sir. I can boogie. Wir waren schon so lange nicht mehr in der Baccarat-Straße. Wobei, letzte Folge, ne, mussten wir ja dann vorbei. Da hab ich da gesungen oder nicht? Oder war ich da wieder so abgelenkt, dass ich das da nicht angesungen habe? Ist ja schon wieder Tage her, dass ich das aufgenommen habe. Also für euch ist es tatsächlich Tage her. Baccarat Straße bestimmt 6, 8, 10 Tage. 10 Tage bestimmt. Na, vielleicht sogar 12. Boah, Wahnsinn. Ist halt, wenn das immer nur alle 2 Tage kommt, ne? Dann streckt sich das natürlich schon ganz erheblich. Baccarat Straße. Yes, sir. I can boogie. Ja, lohnt sich wirklich nicht. Guck doch mal, wie klein mein Bus angeblich ist. Riesenparkstreifen, ja. Aber hier im Rückspiegel ist der super klein. Total schlecht texturiert. Also die anderen Spiegel, die sehen ja wirklich gut aus, ne? So, der rechte Außenspiegel ist so der mit dem kleinsten, aber auch klarsten Blick. Der Innenspiegel okay, aber der linke Außenspiegel, der ist ja grotesk scheiße bei dem Bus. Noch 2 Haltestellen, ne? Wenn mich nicht so ganz alles täuscht. Nächster Halt, St. Martinstraße Süd. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Hier ist halt nicht, ne? Nö. Wie heißt denn diese Haltestelle nochmal? Meisenstraße, ne? Wie der Vogel, den manche am Piepen haben. Wenn man nicht mehr alle Meisen auf dem Zaun hat, dann ist das schlecht. Das ist wie wenn das Porzellan im Kopf brüchig ist. Das ist immer schlecht. So, wo ist denn hier die Haltestelle? Hallo? Schön hochschaukeln. Ne, was müssen die gleich kotzen? Und ich habe voll die Challenge drauf. Ich fahre das Ding ins Depot. Haltet euch fest. Ja. Geschafft, ohne Verspätung.
Sankt-Martin-Straße, Süd. So, alle raus hier, Ratenpark. Los, schneller! Was brauchst du nicht hupen? Lass die Leute doch erstmal über die Straße gehen. Außerdem musst du ja gucken, wo das Martinshorn langfährt. So. Wir müssen in unser Depot. Und zwar mit einem langen Gelenkbus. Und zwar nicht rückwärts, sondern vorwärts. War ich nicht. So, wir müssen ganz nah ran. Lichter aus. Lichter aus. So. Zündschlüssel herum. Und Fahrt abgeschlossen. Ja. Platz 290. Der Bestverdienenden. 6.800 Euro für diese Fahrt. Und wir haben fast 100.000 Euro eingenommen. Mal gucken. €35.800 glatte Ausgaben. Wir haben keinen Unfall gemacht. Wer das also vor ein paar Folgen eingetragen hat, oh, du musst nur mindestens 400 Unfälle, du trickst Dip, du kannst ja nichts. Falsch, ich habe keinen Unfall gebaut. Das mit Gelenkbus. Super, oder? Ach, schön. 310.000 haben wir wieder zur Verfügung. Und das nutzen wir natürlich, weil wir haben noch ein paar Minuten Zeit für den nächsten Schnitt. Hatten wir hier irgendwas? Ne, wir brauchen immer noch die 5 Gelenkbusse. Hier unten war nichts. Dann können wir mal einen Gelenkbus kaufen. Was haltet ihr davon? Wir gehen mal in den Laden und gucken mal und kaufen uns einen schönen Gelenkbus. Und jetzt ist die Frage, wir können uns natürlich den hier leisten. Ich wüsste jetzt aber nicht, warum ich mir den kaufen soll. Achso, weil wir gesagt haben, wir haben von jedem einen. Ne? Komm, wir kaufen. Fussel nicht diskutieren. Mach einfach, komm. So, und den passen wir an. Und der kriegt jetzt diese schöne weinrote Farbe. So, ein bisschen hier. Und jetzt annehmen. Und jetzt gehen wir auf Werbung. Und was kriegt der mal? Soll der mal eine Valensina-Werbung wieder kriegen? Sambam. Sanbam. Das gute Sanban. So. Dann machen wir mal einen größer. So, da kann es nämlich auch gar keiner lesen. So, verschieben. Zack. Hier machen wir es wieder kleiner. Machen es hier. Schön. Toll, wie man das nicht lesen kann. Das ist eine super Werbung. Ach so, ich wollte gerade sagen, und meckern kriege ich jetzt weniger, weil ich 2000 im Kopf hatte. Aber man kriegt ja pro Werbung 500. Genau. Machen wir so. Perfekt. Die Barmittel sind gerade unter Null. Oh nein, wir sind gleich pleite. Wir sind 271 Euro minus. Das sollte höchstens 1000 Euro Zinsen bei der nächsten Fahrt bedeuten. Okay, und damit, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir es geschafft. Und eine wieder mal sehr lange Aufnahme. Das sind 4 Folgen, ne? Ja, Retardo oder vorgeschnitten. Das sind 4 Folgen, die man mal eben so am Stück gemacht hat. 8 Tage jetzt Let's Play. Bus-Simulator 16. Okay, ich hoffe, euch hat diese lange Tour, die wir ja auch schon mal vor vielen, vielen Folgen gefahren sind, war jetzt nichts Neues, gefallen. Wir haben aber in dieser Folge immerhin schon mal 2 Busse gekauft und auch noch 2 Busfahrer eingestellt. Wir haben den Bus entsprechend verteilt. Hier auf die Superlinie kommt noch ein Busfahrer. So, damit wir das beim nächsten Mal nicht vergessen. Und jetzt müssen wir wieder Geld verdienen, weil nicht nur, weil wir im Minus sind, sondern weil wir auch noch mindestens so 600.000 Euro bräuchten für 2 weitere Gelenkbusse. Wobei,
Ich kaufe den für 270.000, den modernen CNG-Bus, weil der andere, ich weiß auch nicht. Mit dem müssen wir aber auch fahren. Ne? Das heißt, bei der nächsten Aufnahme fahren wir auch den 300.000-Euro-Gelenkbus, den wir heute eben noch gekauft haben. Ich bedanke mich an der Stelle für euer Interesse hier an Bussimulator 16. Lasst gerne einen Kommentar da, wenn es gefällt, einen Daumen rauf. Wenn es euch gar nicht gefällt, gerne auch einen Daumen runter. Dann würde ich mich allerdings auch freuen, wenn ihr euch die Zeit nehmt und runterschreibt, warum es euch nicht gefällt. Negative Sachen sollte man ja immer begründen können. Und damit meine ich nicht, du Hurensohn. Ja, das bin ich nicht. Meine Mutter hatte einen anständigen Job. So, bleibt mir gewogen und ich wünsche euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend und wir sehen uns bei einem nächsten Let's Play hier auf Fat LP. Bis dahin, ciao, ciao.